Von den 60er Jahren machen wir jetzt einen Sprung in die Architektur des 21. Jahrhunderts. Dieses kleine Grundstück in Stuttgart-Sonnenberg galt ja lange Zeit als unbebaubar. Aber, wie Sie sehen, es ging doch. Ich bin ja immer fürchterlich neugierig, wie es so hinter den Häuserfassaden aussieht. Wir haben jetzt die Gelegenheit, mal in dieses Haus reinzuschauen. Der Architekt, der die Herausforderung angenommen hat, hier ein Haus zu bauen, ist Alexander Brenner. Ein kleines Haus ist es, aber wenn ich hier so reinkomme, dann habe ich gar nicht dieses Gefühl, denn es ist sehr großzügig. Mhm. Mit was für Tricks haben Sie da so gearbeitet als Architekt? Ja gut, zunächst mal die trotz der begrenzten Fläche einfach die Lufträume geschaffen und dann eben die Räume sehr aufgeräumt, das heißt alle Möbel integriert und eingebaut, sodass eben der verbleibende Raum großzügig wirkt und vor allem eben das Glas, das Licht. Aber schon eine ungewöhnliche Idee, man kommt quasi in die Eingangstür rein und eine Etage höher steht man schon fast sofort im Badezimmer. Richtig, ja, ja. Wobei das hier eben die Belohnung ist. Je weiter man nach oben kommt, desto besser wird die Aussicht. Und deswegen hat man sich hier entschlossen, die Schlafräume, das Bad und die Ankleide in diesem Geschoss hier einzulagern. Mhm. Aber ein Schlafraum, ein Badezimmer, eine Küche. Ein Haus für Menschen zu bauen bedeutet auch, deren Träume zu verwirklichen. Wie gehen Sie da eigentlich vor? Ein bisschen fast wie ein Psychologe manchmal? Ja, kann man vielleicht so sagen. Also wir führen natürlich sehr intensive Gespräche mit dem Bauherrn und man kommt sich schon sehr nahe. Gehen wir nochmal eine Belohnungsetage höher. Ja. Jedes kleinste Detail stimmt hier. Diesen Eindruck hat man wirklich. Zum Thema Design innen und außen halten Sie auch einen Vortrag auf der Designmesse Stuttgart. Inwieweit haben Sie überhaupt Mitspracherecht, was die Inneneinrichtung hier angeht? Tisch, Stuhl, Boden? Ja, na gut, da haben wir maximales Mitspracherecht, weil wir ja die ganzen Elemente entwerfen. Und bis auf die Sitzmöbel sind quasi alle Möbel für die Projekte gezeichnet und von uns entworfen. Und insofern haben wir da natürlich maximales Mitspracherecht. Hier steht ein Herd, das muss die Küche sein. Sieht man am ersten Blick eigentlich gar nicht, gell? Ja, das war unsere Intention. Ja. Deswegen sind alle Nutzungen, also Küchennutzungen, hier verborgen, sodass jetzt zum Beispiel hier die Kaffeemaschine steht und alle anderen Dinge integriert sind, sodass in dem kleinen Haus eine große Ruhe entsteht und das Ganze wie eine Leinwand fungieren kann, vor dem dann das Leben spielt. Mhm. So, jetzt geht's in die letzte Etage nach ganz oben. Mhm. Das ist die Belohnung, wenn man hochkommt. Das ist jetzt hier der hellste Raum und offenste und hier natürlich auch die beste Aussicht. Ja, mit der vorgelagerten Terrasse hier. Und wenn das Wetter nicht so ist wie heute, hat man ja einen wunderschönen Blick eben ins ganze Tal. Ja, herrlich. Hier oben kann man dann wohnen und relaxen. Wir wollen Ihnen heute natürlich nicht nur zeigen, wie Sie Ihr Haus gestalten können. Wir haben auch noch mehr Tipps für Sie. Hier sind unsere Kulturtipps.